Jetzt müssen Sie stark sein. Ganz stark müssen Sie jetzt sein, wenn Sie in Ulrichstein, Herbststein, Renzendorf oder sonst irgendwo im Vogelsberg leben. In jener urwüchsigen Region also, die fernab aller Zivilisation liegt. Behauptet zumindest unser nächster Gast. Er hat eine Expedition ins Dunkle des Vogelsberges gewagt. Hier ist Thomas Koppe. Neulich reiste ich in den Vogelsbergkreis. Leise verschwiegen, still unentdeckt, ein Flecken Erde, einsam versteckt, Berge und Täler, fern und doch nah, wir grüßen die Gäste, nun seid ihr da. Im Vogelsbergkreis, wo das Navi versagt, wo es nie richtig tagt, im Vogelsbergkreis, wo im Mohundenschein noch Werwölfe schreien, im Vogelsbergkreis, wo der Wind trauer weht, wo man keinen versteht, im Vogelsbergkreis, wo man im Urlaub nach Schotten reist oder fährt, auf nem Pferd, Schotten im Vogelsbergkreis. Fromm und bescheiden, urig und fein, gelebt Tradition auf Vulkangestein, Legenden und Märchen erwachen doch hier im Vogelsbergkreis, bei Beulches und Bier. Beulches, so eine Art Kloß, machen die aus Resten und Abfällen hier im Vogelsbergkreis. Wo die Höhlen allesamt hausen und man tragen im Vogelsbergkreis. Wo die Männer die Nahrung mit Fäusten erschlagen im Vogelsbergkreis. Wo die Frauen ihre Babys im Sturzbach bekommen. Einige sind gleich bis in den Landkreis Fulda hinübergeschwommen. Aber da ist's auch nicht viel besser als im Vogelsbergkreis, wo Orte wie Grebenhain und Schwalmtal liegen, aber die kennt man ja nicht einmal. Im Vogelsbergkreis, im Vogelsbergkreis, im Vogelsbergkreis, wo die Schulen im Sommer geschlossen bleiben, wegen Schneetreiben. Im Vogelsbergkreis, im Vogelsbergkreis, im Vogelsbergkreis, wo Horden nachts die Autobahnen absperren im Vogelsbergkreis, ihre Beute in die finsteren tiefen Wälder zehren im Vogelsbergkreis, wo man immer noch weiß, die Hauptstadt ist Bonn im Vogelsbergkreis. Und der Kohl macht das schon, der Kohl macht das schon. Wo erstaunlich wenige Menschen leben, Vogelsbergkreis. Und die, die hier leben, würden das nie zugeben. Vogelsbergkreis, Vogelsbergkreis, Vogelsberg, 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 Vogelsbergkreis. Oh, 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 oh. Vogelsbergkreis. Hier sind schon so viele Touristen verschwunden, Vogelsbergkreis. Im Suppentopf haben sie sich wieder gefunden. Ich red keinen Scheiß, weil ich's ja weiß, es schmeckt kalt und heiß. Im Vogelsbergkreis, oh, 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 oh. Vogelsbergkreis. Hier zählt man mit 1,50 schon zu den Riesen im Vogelsbergkreis. Dass hier welche leben, wurde niemals bewiesen. Vogelsbergkreis, Vogelsbergkreis, Vogelsberg, 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 Vogelsbergkreis. Vogelsberg, 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 Vogelsbergkreis.
viel mehr bist, als nötig ist. Schreib ein Lied über Bayern, ein Lied über Bremen. Vielleicht kann man ja auch mal Hüttenberg erwähnen. Ein Lied über das Vogtland, doch auch das wäre nicht so heiß wie ein Lied, Lied, Lied über. Dankeschön. Vielen Dank. Und was immer Sie heute von diesem jungen Mann gehört haben, sehen Sie es ihm nach, denn schließlich trägt er eine Narrenkappe. Thomas Koppe! Bravo! Lieber Thomas, dein Ausmarsch!